Hey ho, meine Lieben, auch wenn das Wetter heute gar nicht so schön ist, hilft nichts. Ich will gucken, dass ich die Streicharbeiten weiter vorantreibe, einfach, dass wir endlich außenrum hier fertig werden. Vorarbeit hat ja Spatzel schon sehr gut geleistet. Ich werde jetzt auf alle Fälle zuallererst nochmal die Fenster komplett nochmal nachstreichen. Also hier sieht man schon, dass es wirklich extrem gesaugt hat wieder. Naja, ich hoffe, dass es jetzt mit dem letzten Anstich dann gut ist, weil ich möchte ja auch außenrum das ganze Klebeband wieder wegkriegen. Was wir noch machen werden müssen, ist auf alle Fälle noch das restliche Fensterkit-Zeugsel raus und dann einmal ringsrum ziehen. Aber das werden wir auch noch hinkriegen. Ja, und wenn alles soweit erledigt ist mit dem Weiß, gehe ich zu Rot über. Ganz genau. Hier sieht man mich im Fenster. Also, wie viele Aufnahmen da jetzt heute zustande kommen, ich habe keine Ahnung. Ich will einfach bloß die Malerei vorantreiben und fertig bringen. Die Runde ging jetzt schneller als erwartet. Und es war somit auch die letzte Runde mit dem Weiß. Ja, die Farbe ist eigentlich ziemlich gaga. Aber so können wir das jetzt erst einmal über den Winter hin lassen. Und wer weiß, ob man nicht nächstes Jahr noch einen richtigen schönen Hochglanzfensterlack uns holen. So, hier drin habe ich auch weiter gestrichen. Da kann ich jetzt auch noch einmal drüber gehen. Und ein so Teil muss ich ja noch bauen. Wenn ich das jetzt noch schaffe, irgendwann einmal, dann habe ich wenigstens noch für das allerletzte Teil dann noch ein bisschen Farbe übrig. Deswegen, ja, werden wir das jetzt wahrscheinlich auch hier dann soweit gut sein lassen. Ja gut, und nun muss ich noch einmal die Kante machen und das war's dann aber. Gut. Dann haue ich mir jetzt noch schnell eine Nussschnecke ins Gesicht, so eine kleine. Und dann schnappe ich mir die rote Farbe. Boah, Leute, warum kann ich nicht einmal in Ruhe den roten Mist fertig streichen? Fängt es wieder zum Regnen an, aber schon wie. Ja, wer dachte, wenn ihr ein bisschen unter dem Vordach steht, dann geht das ja, aber. Nee, das ist mir zu widerlich. Ich habe jetzt an der Längsseite untenrum noch es rot nachgestrichen. Auf der Frontseite habe ich jetzt das Dach angefangen und die Bretter ein bisschen. Jetzt lasse ich gerade noch den Farbkübel komplett leer laufen, leer tropfen. Dann verstreiche ich das auf alle Fälle noch, auch mit Regen. Soll es wieder schön aufhören zum Regnen. Dann mache ich den nächsten Karton auf und ja, die nächste Farbdose. So Leute, eins ist auf alle Fälle Fakt. Die Wand hat wesentlich weniger Farbe gesaugt als das erste Mal, erste und zweite und dritte Mal. Ach, was weiß ich, wie oft wir schon drüber sind. Puh. Aber nachdem jetzt wieder ein Kübel komplett leer ist, habe ich absolut keinen Bock, nochmal einen aufzumachen. Also das Stück hätte jetzt noch gefehlt, dann hätte ich jetzt einen Anstrich komplett durch gehabt. Aber ich mag einfach nicht mehr. Die Seite habe ich auch komplett einmal durch. Aber ja, man sieht schon, da ist definitiv nochmal ein Anstrich fällig. Leck mich am Ärmel. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ein Holz so extrem viel wegsaugt. Tja, Weiß ist soweit fertig. Ach, ich hocke mich dann erstmal hin. So, Leute. Ja, da habe ich Licht. Wann es hier jetzt heraus weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Ob morgen, übermorgen, was weiß ich. Absolut keinen Schimmer, weil ich muss mich jetzt erst einmal um mein Auto kümmern, dass das wieder fit wird.
weil da muss ich auch ein paar Sachen machen, erledigen, reparieren, wechseln, hau mich tot. Aber das ist eine andere Geschichte, da gibt es kein Video dazu. Tja. Und dann schauen wir mal, ob wir die Woche nicht doch noch irgendwie vielleicht doch zum Grillen hier rauskommen. Ich würde es so gern tun. Oh. Aber die Arbeiterei halt von Manu. Weil ich alleinig hier draußen grillen jetzt auch erst einmal keinen Bock. Da muss ich warten, bis Manu sagt, jetzt fahren wir raus. Ja, aber vielleicht noch das Wochenende. Hoffe ich mal. Ja, Leute, in dem Sinne, es waren heute reine Streicharbeiten, wirklich nur reine Streicharbeiten. Ich bin trotzdem froh, dass ich was gemacht habe. Ich habe echt meinen inneren Schweinehund überwunden, dass ich weitergemacht habe, trotz Nieselregen und naja. Aber jetzt mag ich einfach nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, noch einen Kübel aufzumachen. Jo, in dem Sinne sage ich ja mal Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal.